MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Herzlich willkommen, meine Andere. Ich bin's, euer Vettel. Und heute machen wir wieder ein schönes Pack-Opening, aber ich bin nicht alleine. Hallo, hier ist der Teil von den Zorker-Noobs. Ja, sehr gut. Link ist dann natürlich wieder in der Beschreibung. Und wenn ihr Bock habt wieder auf Dual-Pack-Openings, dann könnt ihr mal einen Daumen nach oben geben. Ist ja mal ganz gut für so ein Feedback. Und ja, ziehen einfach mal, ne, mein Freund? Ja, ziehen wir mal ordentlich durch. Letzte Folge. Habe ich wieder rausgebracht. Letzte Folge haben wir ja nur Scheiße gezogen. Vielleicht ziehen wir heute noch mehr Scheiße. Ich bin mal gespannt. Nein, heute wird's gut. Ja. Okay, sag an. In 3, 2, 1, go. Haha, Nosepack. Ohne dass du's weißt. Pass auf, jetzt ziehst du einfach die übelsten Spieler. Und ich zieh wieder nur Ranz. Oh Gott. Oh, jawoll! Nee. Yes! Sag jetzt nicht Ibrahimovic, dann höre ich auf, ne? Nee, dann würde ich hier richtig rumbrüllen. Weinfälle! Weinfälle hast du gezogen? Team of the Year Weidenfeller. Team of the Universe. Ja, stimmt. Team of the Universe. Das ist nur 1000 Coins wert, dann kann ich auch genauso wieder abstoßen. Ich hab Dempsey gezogen und Rositzky. Die braucht doch keinen Schwanz. Und TOT hab ich, hallo? Den erkennt man fast gar nicht, so schwarz ist er hier auf dem Bild. Ah, komm, packen wir mal ins CC ist mit dabei. Und das ist bestimmt der Hellste aus seiner Familie. Ja. Ich bin doch ziemlich blass. Ja. Okay, also da war schon mal nix. Ja. Sag Bescheid, ich mach wieder ein. Ja. Ich mach diesmal ein Handypack. Mach mal ein Handypack. Oder holst du wieder das Duplo raus? Ja, ich habe leider keine Duplos mehr. Duplo Opening. Was für Blödsinn. Okay, in 3, 2, 1 und go. Hab eine Millisekunde vorher angefangen. Jetzt geht's aber rund. Pass auf. Ich will meinen blauen Spieler sehen. Peng, peng, peng! Mann, ey. Also ich habe zumindest schon mal einen blauen. Von PSG. Der ist natürlich nicht dabei, ne? In Team of the Season oder wie? Caballé. Ah, der ist erst eingewechselt von Newcastle United, naja. Mann, ey, schade. Aber hier, Dos Santos. Nehmen wir auch mit. Und der ist Kevin Trapp. Ah, von Frankfurt, ne? Ja. Jo. Gut. Benega. Nee, Banega. Banega von Valencia, ne? Ja, das ist auch nicht. Der ist jetzt woanders. Das ist hier. Ach, das ist ZOM. Ich weiß nicht, ob es der ist. Ist das ein Argentinier? Können ja auf mehrere ja, gehen. Ja, ich kenne nur den einen Banega. Newells oder so ist er. Was? Ach, der ist wieder nach. Ach so, der ist wieder nach Argentinien zurückgegangen. Gut. Jo. Kann auch sein. Wie auch immer. Ja. Weg damit. Schade, also PSG war schon das richtige Team, ne? Nur nicht der richtige Spieler. Aber ich habe bis jetzt noch gar keinen guten, wo man sagt, ey, pass auf, ne? Scheiß auf die 25.000, weil auch wenn er nur 18.000 oder so kostet. Ich habe nur Kacke gezogen. Nur Kacke, die so 600, die nicht mal 1.000 wert sind, verstehst du? Ja, ja. Also nur Kacke. Gut, machen wir gleich das nächste. Ein Kork-Opening mache ich. Bist du bereit? Ja. In 3, 2, 1, los. Kork, das ist der Kork, mit dem ich. Das Kork? Den? Das Kork? Das? Weiß ich nicht. Mandzukic! Schade, dass ich den letzte Woche gezogen habe, den Schweinehund, ey. Ich sag's ja. Man kriegt immer genau die Spieler und noch Menes von PSG. Ja, richtig. Man kriegt genau die Spieler, die in der letzten Woche im Team der Woche oder Team of the Season dabei waren. Ja, hatte ich auch heute. Das war richtig scheiße. Ist Menes was wert? Oder Mino, wie auch immer er heißt? Ey, ich habe diesen Jeps gezogen, ne? Jepes oder so, der. Mhm. Der hat ein Tempo von 34 als Innenverteidiger. Was willst du damit machen? Weiß ich nicht, einschlafen. Aber ich hatte letzte Folge deinen Kuka gezogen. Hm? Ja, ne? Ey, den habe ich schon so oft gezogen. Jetzt mache ich ein Schraubendreher-Opening. Sehr gut. Oh, jetzt bin ich ganz raus, fast das Ultimate Team. So, also, es hat den Pinöke abgeschraubt. So, okay. So, ich mache die Augen zu dann. In 3, 2, 1 und los. Okay. Auch Augen zu. Ich habe den Schraubendreher vor den Augen, ich kann gar nichts sehen. Und? Kann ich schon aufmachen? Ist er gerade. Ist fertig bei dir? Ist gerade voll. Ich glaube ja, jetzt gucke ich. Oh Gott. Vidic! Der ist ganze 3K wert. Alter. Aber ein 87er Spieler, das ist schon mal nicht schlecht. Egal wie viel er wert ist, 87er. Und Henri? Immerhin, ne? Ja, ach guck an. Vidic ist nicht schlecht. Ey, ich kann schon gar keinen mehr auf die Transferliste packen. Ja, muss man wieder verkaufen, den ganzen Rotz, ne? Ja. Oh Mann, ey, schon das letzte Pack, ey. Schon traurig, ne? Ja, ey, ich hab. Warte mal ganz kurz, ich muss so einen weghauen, Alter.
Ist da voll die Blase. Ich hab ein Stadion auf der Transferliste. Weil ich verkaufe auch die ganze Zeit immer Stadion. Thiago Silva ist auch nicht schlecht, ne? Ja, ja, der ist doch mega nice. Schon auch schon 3000 Tempo, 9 Milliarden Kopf weghauen. Ja. Köpfen over 9000. Als du Mertesacker eigentlich hier geupdatet hast mit deinen Fähigkeiten, Boost, hast du den mal spielen lassen? Ja. Und? Hattest du den vorne im Sturm mit deinem Sprint? Mit 99 der Sprint? Ist übelst abgegangen, ey. Wirklich jetzt? Das ist das Witzige irgendwie. Du holst mit den langsamen Verteidigern trotzdem die schnellen Spieler irgendwie ein. Ich weiß es nicht. Die kommen da so ran. Der hat halt auch so lange Arme. Der Matavagogo, Jadu Mertesacker Arme und bam, hat er den. Ja, ist heftig, ne? Aber natürlich, also es ist natürlich geiler, wenn du dann richtig schnell hast. Aber ich glaube, das macht fast keinen Unterschied. Ich kann es auch Mertesacker hinten spielen lassen. Ja. Kein Plan. Also, ich habe schon gesehen, wie jemand Ronaldo gespielt hat oder irgendwie so. Und dann kam irgendein Mertesacker, der hat den einfach mal locker eingeholt. Von der Mittellinie kam er an. So, hat nochmal ein Turbo rausgepackt. Am geilsten ist, kennst du dieses Video mit den Arsenal-Spielern, die auf die Twitter-Kommentare der Fans reagieren? Oder auf nee, welche? Weiß ich gar nicht. Und da, so geil, da schreibt der eine, ja, Mertesacker ist schneller, die Milch ist schneller als Mertesacker, ne? Mhm. Und dann bauen sie so einen Kühlschrank auf mit einer Milch drinne und Mertesacker läuft so 10 Meter und dann sagen sie, ja, Mertesacker hat gewonnen, weil sich die Milch nicht bewegt hat oder so ein Scheiß, ne? Und dann trägt er die Milch noch raus. So richtig lustig, oder? Mhm. Bei Arteta, ja, meine Oma schießt die Elfmeter besser als Arteta. Und dann schießt deine Oma einen Elfmeter, total verkackt und Arteta ballert den einfach rein und geht dann mit der Oma weg. So richtig stumpf. So, jetzt das letzte Pack hier. Kann okay. Ja nur besser werden. Sag an, ich bin dabei. In 3, 2, 1 und los. Okay, Nose Pack, Augen geschlossen jetzt. Ich habe irgendwas gehört. Pam, so. Ey, das will der Benge mich verarschen. Ich habe gerade Clint Dempsey gezogen und ich ziehe den nochmal. Genau wie Elia, den habe ich auch schon gezogen. Sanchez, ein 69er RM Silber, aber mit 93 Tempo. Alter, was? Aber, ja, weiß auch nicht, wo man den mitspielen will. Aus Uruguay. Kannst du dann mit Suarez oder so zusammenspielen. Bruno César, Bravo. Es ist schon echt, wie nennt sich das? Gemein. Ja, es ist echt bitter. Also die Packs machen echt einen betroffen, ne? Ja, da muss ich einfach aus so viel Traurigkeit ein 7,5K Pack aufmachen. Ja, mach ich jetzt auch. Pass auf, jetzt ist er drinne. Ja, in 3, 2, 1. Ey, jetzt hab ich, komm, Asian Power bitte. Asian Power, dann komm. Ja, dann ziehst du ja nur. Hast du ein ganz Dings voll mit. Oh, ey, warte. Geilsten Spieler gezogen, ich habe Lucio gezogen. Gar nicht schlecht. Ach guck mal, weil ich jetzt so traurig bin, muss ich noch einen aufmachen. Oder warte? Ich mach noch einen. Alaba und dann hier den anderen da. Ja, ich mach auch noch einen. Ja, weil man muss einfach machen, weil man so traurig ist, ne? Weil ich so traurig bin, hau ich jetzt noch 600 Coins weg in der Folge. Ach was, so ein Bronzepack. Ja. Oh, die Youth. Ist denn noch was wert? Nö, ne? Ist gar nichts. Die sind so alle so runtergegangen, ne? Das ja, ist echt fast bei mir. 650, ja gut. Besser als der Abschlusspreis, aber... Ey, ich will das... Mein Dings ist wieder abgestürzt. Das passiert mir öfter jetzt. Ja? Wenn ich einen Preis nachgucke und dann wieder zurückgehe, dann kann ich... ich kann da alles machen. Also ich kann nur nicht mehr den Cursor bewegen und so weiter. Das ist bitter. Ich kann nicht mehr zurückgehen. Gut, dann ist das Pack-Opening hier für mich beendet. Das hat, FIFA hat nicht beendet bei diesem Pack-Opening. Ich darf nicht weitermachen, muss jetzt hier Alt F4 drücken. Ey, jetzt zieh ich hier vernünftige Spieler, seitdem du nicht mehr ziehst. Ja, ich nehme dir den ganzen guten Spieler weg. Nee, passt schon. Ich habe nur Sturridge gezogen und Mena. Das war eine ganz okay. Achso, und Ibrahimovic. Ja, und Ibrahimovic. Ja, der kommt noch die Tage. Ich sag's euch, Freunde, der kommt die Tage noch, der Ibrahimovic. Ich bin gerade im Rausch. Ich zieh noch ein letztes. Ne? Ich habe schon 5 Packs gezogen in der Zeit, ne? Weil ich einfach diesen Frust ablege. Und die ganze Zeit nur nicht seltene Spieler und seltene Verträge oder sowas. Ja, jetzt hab ich Isla bekommen. Ja, ich habe echt gerade einen Vertrag bekommen, ne? Selten, ne? Boah. Genau wie. Das hätte echt so auch angezeigt werden müssen, ne? Nicht der Spieler, sondern das Seltenste, was so drin ist. Plötzlich wird so ein Vertrag angezeigt. Boom! Ja, ohne Witz, ich hatte gerade seltenes Wappen Schalke 04. Okay, cool, dann war es das für mich hier in der Folge. Ja, für mich jetzt auch. Ich habe gerade wieder eine Kacke gezogen. Ich
Ja, ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Und wenn ihr auch Bock auf Coins habt und Pack-Openings, dann könnt ihr mal in die Beschreibung gucken von beiden Videos, ne? Mhm. So, bei dir oder bei mir. Und dann könnt ihr dann schön bei MMOGA Coins kaufen. Super günstig und super schnell. Und dann könnt ihr mal euer Glück versuchen. Wahrscheinlich habt ihr besseres oder viel höheres Glück als wir. Kann natürlich, bestimmt, ne? Mhm. Als Geist ist, noch ganz kurz, jemand hat auch unter unser Video geschrieben, dass er uns sympathisch findet, weil wir anstelle von anderen YouTubern nicht immer die geilen Sachen ziehen. weil wir auch mal Scheiße ziehen. Und da habe ich geschrieben, ja, wir tun alles dafür, dass wir sympathisch bleiben. Ah, oh Mann, schon wieder diesen guten gezogen. Nee, den muss ich das karten, darf keiner sehen. Ja. Ja. Na gut, dann bis zum nächsten Mal, ne? Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.